Willkommen zu unserem Erklärvideo. Die physikalische Geschwindigkeit von Gianluca und Julian. Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell oder wie langsam sich ein Körper bewegt. Sie ist eine gerichtete physikalische Größe und hat damit in jedem Punkt der Bewegung eines Körpers einen bestimmten Trag und eine bestimmte Richtung. Einheiten der physikalischen Geschwindigkeit. Zu den Einheiten gehören Meilen pro Stunde, Zentimeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde und Kilometer pro Stunde. Wie kann man die Geschwindigkeit messen? Um die Geschwindigkeit messen zu können, muss die zurückgelegte Distanz gemessen werden, sowie die benötigte Zeit. Willst du wissen, wie schnell du zur Schule kommst, brauchst du die benötigte Zeit und die benötigte Strecke. Was ist der Unterschied zwischen Tempo und Geschwindigkeit? Im Unterschied beschreibt Tempo den Betrag der Geschwindigkeit. Eine Richtungsangabe fehlt. Ein Tachometer im Pkw zeigt das Tempo an. Während umgangssprachlich überwiegend Tempo verwendet wird, wird in der Physik eigentlich nur Geschwindigkeit verwendet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen von Julian und Gianluca. Make media.